Ja, es geht los. Und zwar nach Japan. Und da der Vlog immer manchmal so ein bisschen dauert, bis er in Fahrt kommt, würde ich sagen, gebe ich einfach mal ein paar Einblicke. Es kommt eine Menge, ich weiß noch nicht was, aber ihr habt schon mal ein paar Einblicke gesehen und wir sind eben hier an Münchner im Flughafen und wir fliegen halt, wie gesagt, nach Tokio. Wird ein sehr langer Flug, aber ich denke, das wird schon gehen. Ich hoffe, ich kann schlafen und kriege nicht zu großen Jetlag, das wäre wirklich schön. Und wir sehen uns dann eben, wenn wir gelandet sind und nicht mehr in München sind, sondern in Tokio. Für euch sind nur ein paar Sekunden vergangen, aber für mich sind irgendwie 14 Stunden vergangen oder so. Denn ja, Leute, ich bin schon im Hotelzimmer. Und ja, ich kann nicht mehr. Ich sehe vielleicht ein bisschen durchaus. Ich musste ein Powernap machen. Ich konnte im Flug nicht wirklich schlafen. Dementsprechend musste ich irgendwie ein bisschen Schlaf nachholen. Ich glaube, Jetlag ist real. Hier gerade ist es Mittag. Und eigentlich ist bei uns halt eben jetzt Schlafenszeit, ne? Dementsprechend, ja, geht. Aber ich bin jetzt relativ fit. Ich würde sagen, wir gucken einmal raus. Denn hier, das ist meine Aussicht. Aus dem Zimmer. Ziemlich krass auf jeden Fall und allgemein, ja, eine kleine Roomtour kann ich gleich nochmal geben. Ich würde sagen, ich brauche was zu essen und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Stadt und gucken einfach mal, was es so gibt. Ja, erstmal zurechtfinden. Ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich glaube, ich habe euch etwas anderes versprochen. Ja, ihr wolltet, dass ich jetzt irgendwie was von Japan zeige. Kleinen Moment noch, denn ja, ich bin wieder im Hotelzimmer, ich war jetzt mal draußen, habe ein paar Konami-Mitarbeiter getroffen, wir haben ein bisschen gequatscht und da waren wir nicht so viel zum Film. Außerdem habe ich ein bisschen was gesnackt, irgendwie waren wir in so einem kleinen Shop und da habe ich dann eben was zu trinken gekauft und eben was Kleines zu essen. Aber das richtige Essen kommt gleich noch, denn wir fahren gleich wirklich in die Stadt und ich bin nicht allein, denn dieser kleine Racker kommt ebenfalls mit. Ihr habt ihn bestimmt schon gesehen auf Instagram oder ähnliches, denn ja, er ist mit dabei und er begleitet mich und sieht eben auch die große weite Welt. Und ich sehe jetzt auch, denn wir gehen jetzt wirklich in die City, denn wir fahren jetzt eben mit der Bahn, ich weiß nicht, was hier Straßenbahn, U-Bahn oder ähnliches heißt, auf jeden Fall fahren wir damit direkt in Tokio rein und dann mal gucken, wie voll es da ist und vor allen Dingen, was es dort alles so gibt und was man da essen kann. Wir sind mittendrin in Tokio und es ist bunt, es ist laut und hier ist ein ganz berühmter Übergang über die Straße. Hier gehen unendlich viele Menschen über die Straße. Es ist überwältigend auf jeden Fall. Viel, viel. Ihr seht hier, oh, ganz viele Menschen und es ist bunt. Es ist viel los, überall Werbeplakate. Verrückt. Und ja, wir sind hier mitten auf der Straße. Hier haben wir Ampelphasen, die sieht man auch da oben. Und da. Und wenn die Phase um ist, dann kommen wieder Autos. Und ich finde es cool, dass hier wirklich so Timer sind und man sieht dann auch immer, wann man wieder demnächst gehen darf und wann man eben demnächst hier schnell runter muss. Ich würde sagen, wir gehen weiter rein und gucken uns mal an, was man so sieht. Ich merke gerade, dass es ziemlich schwer wird, hier überhaupt zu vloggen bzw. in die Kamera zu reden, denn überall gibt es hier Musik, Lautsprecher, Werbung, alles. Es ist extrem schwer, hier ein stilles Plätzchen zu finden. Also wir haben gerade hier etwas stiller. Wir sind hier irgendwie in so einer Art Seitengasse, was ich sehr cool finde, dass hier extra so Fußgänger sind. Also ja, kleine Gassen, ist aber überwältigend, habe ich glaube ich schon oft genug gesagt jetzt. Aber ja, deswegen, ich denke mal, die paar Eindrücke habt ihr jetzt gesehen. Wir essen nachher noch was. Mal gucken, ob ich da was aufnehmen kann oder nicht. Wie gesagt, ich will ja auch niemanden filmen, der es dann nicht möchte am Ende. Dementsprechend müssen wir mal gucken. Aber wir treffen uns auf jeden Fall mit den anderen YouTubern und werden dann halt eben was essen und dann später halt wieder zum Hotel und dann ist schon nächster Tag. Ich denke mal, ist ein guter Einblick hier. Wie gesagt, das ist nur ein Viertel. Natürlich ist Tokio viel, viel größer. Hier gibt es halt viel zu essen oder so. Ja, und das tun wir auch gleich. Natürlich, wenn man woanders ist, muss man was probieren. Ich habe hier einen Kuchen, einen Zitronenkuchen, der könnte sehr sauer sein. Aber mal gucken. Oh, der hat eine Füllung sogar. Okay, warte. Bin gespannt. Wahrscheinlich sehr, sehr, sehr sauer, aber... Ui. Weich. Füllung, ja. Gar nicht sauer.
Er ist süß, aber zitronig. Mhm. Ist lecker. Kann man essen. Also, mehr ausprobieren, ne? Gerade 1 bis 10. Oh, da kommt noch was. Da kommt Frucht. Der wird sauer. Boah, doch. Ja, schon 7 von 10. Ja, vielleicht sogar eher 7. Solide. Kann man essen. Definitiv. Daumen hoch. Am Abend sind wir dann doch noch in eine Bar gegangen und haben eine Runde gespielt. Und Leute, guck mal. Das bin ich. Das bin ich. Ich hab's voll drauf. ja, erste Runde habe ich fast gewonnen, aber ja, jetzt läuft es irgendwie gar nicht. Naja, was soll ich machen? Hier kommt der Champion. Ja, bin leider nicht ich. Ich glaube, ich gehe für da zumindest heute auf. Ja, guten Morgen. Ja, nächster Tag in Japan. Und ja, Leute, ich habe gestern Abend nichts mehr gemacht bezüglich im Hotel. Ich bin nach Hause gekommen, also eben vom Dart spielen und dann, ey, ich war so durch. Ich war wirklich fertig, dementsprechend ab ins Bett. Und ja, jetzt schon nächster Tag. Ich habe schon gefrühstückt. Frühstück ist sehr lecker gewesen. Wirklich viel Auswahl, also viel Auswahl, sehr gut. Zwischen süß, salzig, aber auch, ich glaube, sehr typisch. Also wir hatten auch diverse Reis und Ei in ganz verschiedenen Varianten. Also einmal als Rührei, einmal als Omelett, einmal als, ich weiß nicht, so eine Art Kuchen, also so ein kleines Ding, sehr cool. Auf jeden Fall, also gibt's genug hier und ja, ich wollte euch eigentlich mal noch eine kleine Roomtour machen, denn ja, ihr kennt das Zimmer nicht, von daher zeige ich das Ganze euch nochmal. So, wir drehen das hier einmal rum und dann sehen wir wieder meinen Ausblick. Dann haben wir hier ein kleines, ja gut, Licht, ne? Ja. So, dann haben wir hier Amoras Bed. Dann haben wir hier Sofa, zwei Koffer, ja, weil ich's kann. Dann ja, so einen kleinen Schreibtisch. So, dann ein langer Gang, ein ganz langer Gang. Und man fragt sich jetzt, warum ist hier so ein langer Gang? Na Leute, jetzt kommt's. Toilette. Jetzt sehen wir das Bad. Das Bad ist richtig verrückt, denn wir haben hier Folgendes. Denn, man sieht's, so. Einmal und Toilette. Und bei der Toilette muss ich sofort zeigen, das ist typisch. Überall sind hier die Toiletten und zwar mit wunderschöner Wasserfunktion. Man kann auch normal spülen, aber ja, mit der normalen Wasserfunktion. Und jetzt kommt das Schmuckstück eigentlich hier, deswegen auch der Gang so lang ist. Die Dusche, denn wir haben einmal eine Wasserfalldusche. Ich liebe sowas, also wirklich. Und wir haben eine Badewanne, also ich meine, krass. Mal gucken, ob ich Zeit finde, da reinzugehen. Wäre cool. Aber die Wasserfalldusche ist schon 10 von 10. Ja, und das ist auch der Grund, warum hier der Gang dann halt so lang ist. Natürlich Spiegel noch, Schrank noch. Ja, aber ist wirklich sehr cool. Also ich mag ein gutes Bad und gefällt mir wirklich sehr gut. Heute, was steht heute an? Ja, Roomtour vorbei, langweiliges vorbei. Was steht heute an? Heute gibt es einen Städtetrip und zwar einen großen Städtetrip. Wir werden vieles sehen, sehr viel Kulturelles. Wir werden zu einem Tempel gehen, wir werden zu Läden gehen, auch zu einem Gartenladen. Also es gibt genug zu sehen. Dementsprechend nehme ich euch direkt mit. Es geht auch gleich los. Also wir haben es jetzt gleich 10 Uhr hier. In Deutschland ist das dementsprechend noch mitten in der Nacht. Aber ja, man muss sagen, Jetlag technisch, die Nacht war gut, konnte gut schlafen. Bin einmal in der Nacht aufgewacht, weil die Decke ist wirklich dick. Wirklich dick. Ist natürlich klimatisiert hier, aber die Decke ist dick und ich bin mit der Nacht aufgewacht, weil es irgendwie zu warm war. Ja, war wirklich warm, aber ja, kein Problem. Dann Fuß rausgesteckt, dann ging das Ganze und dann jo, konnte ich auch weiter schlafen. Dementsprechend gut geschlafen, motiviert für den Tag und ich bin gespannt, was wir sehen werden. Wir werden eine Menge sehen und ich nehme euch mit. Also für euch nur eine Sekunde, für mich doch ein ganz schönes Stück, denn wir müssen, glaube ich, mit der Bahn, ich glaube, 40 Minuten fahren oder so. Also Schnitt! Ja, viele Eindrücke gesammelt. Wir sind halt quer durch die Stadt gefahren. Wir haben echt gute Shots. Danke an den Kameramann hinten. Und ja, wir sind jetzt vor so einem Tempel und ich muss sagen, es sieht wirklich geil aus. Wir waren noch nicht drin. Mal gucken, wie es aussieht. Und ja, Leute, es ist höllisch heiß. 35 Grad. Ich, ja. Aber egal, wir gehen rein. Thank you.
Und so schnell kann es gehen. Da ist es schon abends. Ja, ihr habt viele Eindrücke bekommen von Tokio. Ziemlich nice. Also mir hat es sehr gefallen auf jeden Fall, dass wir da so rumgegangen sind und einiges haben. Und wir haben ein paar coole Shots. Nein, die habe ich nicht gemacht, aber trotzdem sind sehr hübsch. Ja, des Weiteren, ich habe geduscht. Es war echt zu warm für mich. Deswegen der Wechsel der Kleidung. Und ich hoffe, ich habe genug, denn ja, ich habe nicht so viel Kleidung mit. Und ich habe jetzt schon gestern zweimal geduscht. Heute zweimal geduscht. Ich muss mich, glaube ich, zusammenhalten. Aber das wollt ihr gar nicht wissen, denn es geht um Content. Denn Leute, ich habe was für euch hier, beziehungsweise ich habe was gekauft, um genau zu sein, habe ich das hier gekauft. Und ja, jetzt denkt ihr sich, warum hast du denn so viel gekauft? Nicht, Rabbit? Naja, es gibt einen Grund, denn es gibt eine Aktion, die zufälligerweise wirklich gerade ist. Also es gibt eine Aktion, die läuft nur eine Woche und nur im hier eben. Und zwar, man kriegt Karten. Und zwar nicht nur irgendwelche Karten, sondern Karten mit sehr interessanten Artwork und vor allen Dingen... jetzt, genau, man sieht es, ja, man sieht es da, eben mit, nicht nur also Comments, sondern eben mit Holo-Effekt. Und wir haben halt hier einmal Buster Blader, Diffusion, Marshmallow, Drachenfluch, Gaia Drachenfluch, natürlich Gaia und Dunkler Magier. Und ich muss sagen, die sehen sehr, sehr hübsch aus und gefallen mir auch sehr gut. Und wie gesagt, ne, die musste man, bekommt man eben, wenn man drei Stück gekauft hat, dann hat man eben die bekommen. Ja, ich habe alle zusammen, ganzes Set. Ich glaube, davon gibt es nur 20.000 Stück. Also ziemlich rar. Ich bin froh, dass ich das Ganze bekommen habe. Und ja, das habe ich hier gemacht. Wir gehen jetzt gleich wieder zurück in die City, denn wir wollen noch was essen. Und am Abend mal gucken, was wir machen. Ich glaube, wir wollten in der Karaoke-Bar gehen, aber ist noch nicht sicher. Dementsprechend seid gespannt, ob noch was kommt oder nicht. Wie gesagt, ist immer etwas ein bisschen spontaner. Und wir sehen uns dann eben nach dem Cut. Wir sind in einem Restaurant, denn wir wollen noch was essen, das habe ich ja gesagt. Und guck mal an, wir haben so einen Grill, den man halt, ja, dann dementsprechend mit den Sachen belegen kann. Hier gibt es unterschiedliche Sachen, hier gibt es Soßen und hat man halt hier und isst das Ganze. Sieht sehr, sehr gut aus und es schmeckt sehr, sehr lecker. Es ist sehr, sehr gut. Und ja, danach mit der Karaoke-Bar wird wahrscheinlich nicht klappen oder wir werden sehen, aber wir wollen Baseball spielen bzw. schlagen. Wird spannend, auf dem Dach irgendwie von so einem Park. Ich weiß irgendwie nicht genau wie, aber wir gehen dahin. Ich freue mich, aber jetzt erstmal wird gegessen. Damit dieser Tag nicht zu Ende geht, dass ich wieder in mein Zimmer stehe, dachte ich mal, bleibe ich hier auf der Straße. Klingt jetzt irgendwie komisch. Aber ja, der Tag ist vorbei. Wir waren, wie gesagt, essen und danach sind wir jetzt dann nicht mehr irgendwo hingegangen, weil es war wirklich zu spät. Morgen geht es wieder früh los. Und dann gibt es eine Tour, das sehen wir endlich im Kartenladen und ich glaube, ich werde einiges holen, aber ich hoffe nicht zu viel. Aber das ist wie gesagt morgen. Also für euch wieder ein Schnitt und für mich eine ganze Nacht. Nächster Tag und diesmal direkt on the way. Ich bin in der Lobby bzw. bei den Fahrstühlen, denn es geht direkt los. Ich komme fast zu spät, denn wir haben jetzt erstmal ein kleines Meeting und danach gibt es eine Stadttour bzw. gucken einen Shop an. Also ich habe Bock, also los geht's. Meeting ist vorbei und ja, wir haben alle Informationen bekommen, was wir eben heute machen, was wir morgen machen, was wir Sonntag machen. Also alles entspannt. Wir machen jetzt die Bustour, bedeutet also, wir werden jetzt eben Teile von Stadt angucken und eben auch einen Kartenladen. Bin ich sehr gespannt. Und ja, ich werde euch das auf jeden Fall zeigen. Auch wieder ein paar Cinematic Shots sind dabei. Also seid gespannt. Ihr werdet viel sehen. Und ich bin jetzt eigentlich nur noch halb. Denn ich will in die Karten laden. Wir sind im Laden angekommen und wir haben hier zunächst einmal Singles, denn man kann hier rumstöbern und dann eben einzelne Karten holen. Hier sind sogar Rares drin, Super Rares, also alles, was das Herz begehrt, kann man sich eben aussuchen und eben einiges suchen. Gehen wir mal rüber, denn hier gibt es dann eben die Spieler-Area, bedeutet hier kann man halt eben spielen. Sieht gut aus. Bequeme Stühle. Ich würde sagen, wir gehen rüber, denn dort gibt es ebenfalls nochmal Einzelkarten. Also, let's go. Hier sind wir. Wir sehen die Vitrinen. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Wir haben eine riesen Auswahl und können uns eben holen, welche Karte uns eben für das Deck fehlt. Ich finde das sehr schön. Und ich würde sagen, wir gucken nochmal explizit in die Spieler-Area. Ich habe mir jetzt auch etwas gegönnt, denn ich habe zweimal Hüllen gekauft. Welche sind, zeige ich gleich. Hier gibt es eine Menge, aber ich bin echt unsicher, was ich nehmen sollte. Also habe ich etwas genommen, was man wahrscheinlich in Europa nicht bekommt. Und zwar, wir haben hier einmal rote Sleeves. Die erinnern sehr an der Rückseite von Slife and Himmelsrand. Wer es nicht weiß, Slife and Himmelsrand ist meine Lieblingskarte. Dementsprechend fand ich das sehr passend. Und auf der anderen Seite, wir haben gerade das 25. Jubiläum und... Ja, ich meine, was passt nicht besser? In Schwarz sieht sehr schön aus, sieht schlicht aus, aber dennoch etwas Besonderes. Mag ich sehr, dementsprechend habe ich die geholt.
Ja, das habe ich ihm mir besorgt. Und vielleicht gibt es noch ein paar Close-Ups, aber ich denke mal, das war erstmal hier aus dem Shop. Vielleicht sehen wir es von der Stadt. Wie immer, etwas spontaner. Aber wir werden gucken, eben, was der Tag noch so bringen wird. Ich habe mir jetzt noch einen Spieler geschnappt, und zwar Kam. Hallo. Hallo. Und freust du dich schon? Auf jeden Fall mehr gehypt auf das morgige Turnier. Japan natürlich ist sehr, sehr cool als Stadt. War noch nie hier und halt, ist halt alles anders hier. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und gut vorbereitet? Einigermaßen. Okay, perfekt. Ich habe nochmal zwei Booster gekauft, um genau zu sein. Dieses Set sind jetzt natürlich OCG gegangen, keine TCG. Ich würde sagen, wir öffnen das Ganze mal, ne? Ja. So, auch ganz andere Technik. Man kann die hier an der Seite so aufziehen und ja, dann kann man das Ganze öffnen. Und die sind auch länger, ne? Ja, ja. So. Wie machst du das? Ah, hier auch. Ja, genau. Einfach aufziehen. Genau, so. Dann gucken wir mal, was wir haben. Wir haben, das sind die neuen Karten. Das sind sogar die Phoenix-Karten. Ne? Und, oh, eine Rare. Spirit, nice Support. Geht's? Nee. Ich mach das ganze Deck kaputt. Okay. Da ist die gewohnte Technik nicht möglich. Oh Gott. Das ist blöd dafür. So. Vielleicht ziehen wir noch eine Super Rare oder ähnliches. So. Das Ding, keine Ahnung, was das sein soll. Die habe ich auch gezogen, Ja. Kenn ich auch nicht. Also das ist ein neues Dingsmonster. Ja, genau, richtig. Neue Vanquish-Monster. Ja. Zwei Bäume. Oh, der Händler. Und auch eine Rare. TG Rare. Kenn ich auch nicht. Ja, perfekt. Dann vielen Dank, dass du mitgeöffnet hast. Gerne, vielen Dank fürs Einladen. Ja, kein Problem. Und ich wünsche natürlich viel Glück dann beim Turnier. Ja. Raus aus dem Shop geht es jetzt einmal eine kleine Stärkung holen. Wir gehen hier zum Löwen, dann gibt es was Kleines zu essen. Und ja, war sehr lecker eigentlich. Und heute Abend treffen wir uns nochmal mit den Spielern und auch den anderen YouTubern. Dementsprechend mal gucken, was da drin steht. Wie gesagt, ich halte das auf dem Laufenden. Für euch wieder, kleine Sekunde, für mich etwas mehr. Wie ihr hört, ist es hier deutlich lauter, denn wir sind in der Halle eben mit den ganzen Spielern, mit den Schiedsrichtern und allen und natürlich mit den YouTubern. Ich kann mal kurz rüberschwingen. Also wir haben hier eine Menge Leute. Wie ihr seht, sehr viel los. Ich würde sagen, wir schnappen uns einige von den Deutschen, denn wir haben im TCG einfach vier deutsche Spieler. Ich würde sagen, die schnappen wir uns. Master Duel schnappen wir uns auch noch, aber vielleicht später. Erstmal jetzt auf jeden Fall suchen wir auf jeden Fall eben die TCG-Spieler. So, ich habe mir jetzt zwei Spieler geschnappt und zwar einmal Jonas Kossel und Jehova. Genau, ja, seid ihr gut angekommen und schon einen Aufenthalt gehabt bisher? Ja. Ja, also Japan war bisher besonders. Also das ist einfach so wie keine andere Worlds. Das ist einfach so. Ja, ich glaube, das kann man definitiv sagen. Seid ihr denn gut vorbereitet? Hoffentlich. Oh, mal schauen. Mal schauen. Aber optimistisch sind wir, sag ich mal so. Also ihr denkt, ihr habt eine Chance? Ja. Ich glaube, insgesamt Europa hat eine ganz gute Chance dieses Mal. Das klingt doch sehr gut. Damit wünsche ich euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, damit es wirklich ganz weit nach oben geht. Wir sehen uns dann im Top-Cut, ne? Ja. Nach den TCG-Spielern müssen wir natürlich zum Master-Duel rübergehen und wir haben hier Joshua Schmidt. Genau. Ja, wie ist es hier? Gut angekommen? Ich finde es cool. Ja, das Wetter ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ansonsten, ich finde das Land ziemlich cool. Also, gefällt mir sehr. Ja. Du hast dich ja für ein Master-Duel qualifiziert. Wie war das? Also, ist ja ein ganz anderes System wie beim TCG. Ja, also wir durften da Leute auch einladen. Also manche bei Master Duel mussten das Ganze auch nicht mitmachen, aber ich war jetzt derjenige, der es bei uns getan hat. Ja, waren halt 72 Stunden am Stück, wo man halt so viele Punkte sammeln musste, wie es ging. Auch so viele Spiele quasi machen musste, wie es ging. War schon ziemlich anstrengend. Ja. Also ich habe das Ganze ja live gemacht, was nochmal ein bisschen anstrengender war vielleicht, aber ja, zum Glück hat es geklappt, sonst wäre es vielleicht fragwürdig gewesen im Nachhinein. Aber genau. Ja. Wie ist es? Denkst du, du hast eine Chance? Ich meine, es ist ja 3 gegen 3. Also es ist nicht, dass du nur alleine spielen musst, sondern auch deine Teammates spielen. Denkst du, dass du eine Chance hast? Ja. Als Team? Ja, ich denke schon. Ich meine, es sind auch im Anführungszeichen nur 8 Teams. Die anderen sind natürlich trotzdem gut. Aber ich glaube auch, dass wir uns gut vorbereitet haben, dass unsere Decks gut sind, dass meine Teamkollegen gut spielen werden. Also ich denke, die Chance ist durchaus da. Muss natürlich trotzdem immer ein bisschen Glück dabei sein, aber ich denke schon, dass es klappen kann. Ja, super. Freut mich, dass ich dich erwischt habe. Dann wünsche ich dir viel Glück, dass es gut läuft. Danke. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Da redet man ein bisschen hier, da redet man ein bisschen dort und schon ist die Zeit vorbei. Beziehungsweise hier ist jetzt dicht. Die Location macht zu, dementsprechend müssen wir jetzt hier raus. Ich konnte leider nicht mehr Leute schnappen, aber ich denke mal, ich habe einen guten Einblick an sich gegeben. Man muss natürlich auch sagen, dass die Leute sich hier natürlich vorbereiten, denn morgen ist der große Tag, denn morgen geht es darum, eben zu spielen und dann eventuell bald im Finale zu stehen, um dann sagen zu können, ich bin Weltmeister. Den Titel wollen hier alle, das haben wir auf jeden Fall gemerkt, alle sind sehr ehrgeizig und wollen eben gewinnen. Dementsprechend natürlich
Ja, wird spannend, wer am Ende den Titel holen wird. Wir machen am Ende jetzt wieder noch eine kleine Tour. Ich werde es auf jeden Fall sehen, wie immer, Schnitt. Ich bin zurück hier im Zimmer, denn ich muss sagen, ich bin wirklich ein bisschen durch. Ich bin ein bisschen müde. Es ist noch gar nicht so spät. Ich glaube, es ist jetzt 10 Uhr gleich oder so. Und ja, ich habe gedacht, ey, ganz ehrlich, ich gehe ein bisschen früher schlafen heute, denn morgen geht es weiter. Morgen ist ein großer Tag. Morgen ist auch früh aufstehen angesagt. Dementsprechend, ja, ne, sollte man vielleicht auch ein bisschen früher schlafen gehen, damit man fit ist. Ich habe heute gemerkt, ich war ein bisschen müder. Ich glaube, man merkt es doch, dass man hier schon ein bisschen länger ist, dass vielleicht auch ein anderes Klima ist, dann noch natürlich Zeitverschiebung und ähnliches. Ich glaube, man merkt es doch langsam. Ich meine, man sitzt halt nicht rum und hat Langeweile oder so, sondern man macht halt wirklich viel hier. Dementsprechend, ja, ist das, glaube ich, kein Wunder. Dementsprechend gehe ich halt eben früh schlafen. Hier nochmal die Aussicht so im etwa aus meinem Hotelzimmer, wie gesagt. Ja, und ich denke mal, damit beende ich hier den Vlog. Das ist der, ich weiß nicht, erste oder zweite oder dritte Vlog. Muss ich sehen, wie es am Ende schneide, aber es wird auf jeden Fall noch einen weiteren gehen, denn es geht natürlich noch darum, Samstag, Sonntag wird gespielt und dort wird natürlich auch gevloggt. Also erstmal hoffe ich, dass euch die Einblicke von Japan eben gefallen haben. Es ging jetzt eher in diesem Bereich eher so halt um Japan allgemein, aber ein bisschen auch um die Spieler. Und wie gesagt, im nächsten geht es dann wirklich um die Weltmeisterschaft selber. Wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich wünsche euch wie immer natürlich einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.